Und beim nächsten Mal versuchen wir das Ganze noch mit der Landkarte. Du wirst sehen, das schaffst du. Schönen Gruß an deinen Vater. Na, Friedrich, Schule ist schon aus. Und jetzt musst du wieder auf deine kleine Schwester aufpassen? Hinak, bring uns mal eine Limonade. Wir haben Durst. Zitrone oder Rhabarber? Zitrone bitte, ein großes Glas. Du auch? Mhm. Friedrich, was nimmst du? Ein kleines Bier. Brüderchen, nach der anstrengenden Stunde hast du das doch verdient, ne? Frieda, halt dich mal geschlossen. Das ist ganz schön hart, was Friedrich jetzt gerade vor der Brust hat. Diese Prüfung schafft man nicht mit links. Aber Friedrich, wenn es einer schafft, dann du. Sie haben gedreht. Diese blöden Karten verstehe ich nicht. Ich habe mich erst letzte Woche fast wieder im Gelände verlaufen. Das ist schon was anderes als Taschentücher bestimmt. Das ist das Einzige, was. Ich bin mir sicher, dass du das schaffst. Selbst der Sohn von alten Goldenbaum kann mit den Karten klar. Und der ist Jude. Das macht ihn doch nicht dümmer als mein Bruder. Komm, Friedrich, setz dich mal hin. Ich bringe euch das am Tisch. Jetzt ist er abgehauen. Jetzt leck doch nicht. Mann. Ja. Warte, was kann ich heute entwickeln? Ich freue mich schon so auf den Film. Die Bewertungen waren echt spitze. Diese Leni Riefenstahl ist wirklich großartig. Wie sie unsere Volkshelden in Szene bringt. Unglaublich. Das klingt ja fast wie ein Liebesgeständnis. Also, ich finde ihre Filme ja recht einseitig. Deine Meinung interessiert ja auch. Ich hoffe, sie hat Adolf Schmitz mit reingebracht. Der war ganz in Ordnung. Aber der Lütje, du, der war um Längen besser. Wie er den Nägel beim Hürdenlauf überholt hat. Fantastisch. Also, der hat total geschummelt. Eigentlich hätte ja Peter Engelhardt gewinnen müssen. Frieda, spinnst du? Der ist doch Jude. Ich weiß aber nicht, wer ist er jetzt in der dritten oder nicht? Nee, in der ersten, von Meyer. Oh, die. Warum ist aber wenn sie rumgeht, können wir mindestens dann aufklären. Ich habe zwei Striche, ich muss nachsitzen beim dritten. Ich mag die alte nicht, ne? Hey, Lena. Wie ist bei Jackie? Na, hey. Nee, wie immer. Ganz ehrlich. Warst du beim Bäcker? Ja, die Zwerge waren immer wieder vor uns da. Aber war ja wieder vor. Ja, die stehen um 7 auf der Matte, da kann ich ja nichts für. Morgen gehe ich einfach das nächste Mal. Ja, ist echt so. Ach ja, ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme, aber wann willst du eigentlich den Geburtstag feiern? Ach so, ja klar, bevor ich das vergesse. Also nächsten Freitag um 20 Uhr bringt alle sowas zu trinken mit und so. Geil. Ja, das wird richtig cool. Freunde kommen? Ja, klar, also ihr könnt alle Freunde mitbringen und so. Dein Bruder, ja. Alle so aus den höheren Klassen. Darf ich auch kommen? Nee, ich glaube, da haben wir keinen Platz mehr. Aber hat jemand Verbindung zu Felix? Oh. Ja, mein Bruder. Sehr gut. Und hä? Ja, bringt einfach mit, wen ihr wollt. Kommt Lisa? Ja, also das kann ich für dich besorgen. Das ist ja. Leute, bitte leise. So, einmal Ruhe bitte. Wir wollen loslegen. Preisfrage. Wer kann mir sagen, womit wir letzten Montag aufgehört haben und dann messerscharf rückschließen, was als nächstes kommt? Marie wieder die Einzige, die folgen kann hier. Ja, also das mit Montag, das sage ich nicht. Das ist mir zu blöd. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir uns jetzt mit der Vorbereitung unserer Klassenfahrt beschäftigen. Thematisch bedeutet das, wir machen Hitler und so. Finde ich gut. Wir haben letztens im Konfa über die Judenverfolgung gesprochen. Unser Pastor bemüht sich, einen Zeitzeugen in die Stunde zu holen. Er meint, es gibt nicht mehr so viele hier bei uns in der Gegend. Das ist ja toll. Also wenn das klappt, dann erzähl doch mal bitte, was da so bei rausgekommen ist. Und das ist interessant, bereichert sicherlich auch den Unterricht. Finde ich total spannend. Na, da kommt mein Uropa ja ganz groß raus. Der erzählt immer vom Krieg. Wie, ist der Jude? Nee, der war mit einem Panzer in Russland unterwegs. Ich kann die Geschichte auch schon auswendig. Weil man ihn glauben darf, dann haben die immer gewonnen. Echt, immer, sag ich euch. Oh, Lena, der war wirklich nicht gut. So, Leute, kommt. Kommt. Alles gut. Erstens finde ich das richtig gut, dass ihr offensichtlich euch mit dem Thema schon auseinandergesetzt habt, Erfahrungen damit gemacht habt. Das ist prima. Sven, auch meine Meinung. Prima. Und drittens macht mich das jetzt richtig neugierig auf unsere Klassenfahrt. Ich möchte, dass ihr jetzt gleich eine kleine Gruppenarbeit macht. Und zwar euch mit drei Fragen beschäftigt. Erstens, was erwarte ich so von Sachsenhausen und dieser Fahrt? Zweitens, was soll da auf keinen Fall passieren? Und drittens, was hat das Ganze mit uns heute, mit euch, mit jedem Einzelnen von uns persönlich noch zu tun? Okay, gut, dann fangt an. Also mein Opa sagt immer, dass jetzt geht das wieder los, das mit den Flüchtlingen gewinnt Überhand. Überhand? Dein Opa spinnt. Bei uns im Dorf ist letztens eine Familie aus Syrien untergekommen. Das war's aber auch schon. Mal ehrlich, wenn es an der Schule die Flüchtlings-AG nicht geben würde, dann sähe das ganz schön bescheiden aus.
Und da machen sowieso kaum welche mit. Die kennen überhaupt keine persönlich. Muss ich jetzt einen kennen, damit ich mitreden kann? Ich für meinen Teil finde es schon komisch. Ich war am Wochenende in Hamburg. Oh Mann, Susi, komm zur Sache. Ja, da hast du am Bahnhof nur noch Frauen mit Kopftüchern. Anders ist das schon. Meine ich doch. Auf den ersten Blick hat das nichts mit Nazis und Krieg zu tun. Also, ich finde, wir sollten auf jeden Fall auch Spaß haben. Ich habe überhaupt keinen Bock auf zu viel Labern. Du schon wieder. Hast du nicht auch mal, dass das Leben keine Dauerparty ist? Marie, bist du schon wieder auf Schleimkurs? Die Gärtner hat doch klar gesagt, wir sollen auch nur das sammeln, was wir erwarten. Und eine Klassenfahrt braucht doch auch einen gewissen Spaßanteil, oder nicht? Natürlich, aber ich glaube, das sollten wir jetzt nicht hier diskutieren. Die ist schon wieder voll auf dem Hitler. Wenn die jetzt gleich an den Tisch kommt, dann kommt bestimmt wieder ihr Standardhinweis, dass wir konstruktiv und kreativ an die Aufgabe gehen sollen. Jupp, historische Verantwortung. Ich habe da mal recherchiert, dass nichts, aber wirklich gar nichts in Oranienburg. Nur das KZ und das sind auch nur Fundamente. Naja, was erwartest du? Eine Show nur für uns? Oh Mann, das ist über 70 Jahre her. Gut, war ziemlich scheiße, was Hitler gemacht hat. Aber was geht mich das jetzt an? Mensch, Lena, endlich mal eine gute Frage von dir. Was geht uns das Dritte Reich an? Wir müssen darauf achten, dass so etwas nie wieder passiert. Und was ist so schlimm dran, dass du es jetzt wieder so komisch betonst? Oh, Marie, raff es doch mal. Das ist ewig her. Damals waren andere Verhältnisse. Sowas kann heute doch nicht mehr passieren. Klar, wenn ich sowas schon höre, das kann heute nicht mehr passieren. Wer hat denn letztens die Unterkunft in Bornstadt angesteckt? Wessen Fahne haben die Polizisten im Garten gefunden? Und wer hat den Riegel vor die Tür geschoben? Frieda, das kannst du echt alleine machen. Wenn dein Vater uns erwischt, der zieht uns die Hammelbeine lang. Das könnte dir mal nicht schaden. Ist ja schon gut. Ich möchte einfach nur sehen, was hier für neue Jungen gekommen sind. Frieda, du bist 15. Meinst du nicht, dass du dafür noch ein wenig zu jung bist? Das sind ja auch keine Jungs, das sind Männer. Was soll das denn jetzt? Du kennst doch die abfälligen Sprüche zum BDM. Bubi, drück mich. Und ja, ich weiß. Bedarfsartikel deutscher Männer. Aber du musst dich ja nicht genauso verhalten. Wie verhalte ich mich denn, Eva? Ich will doch nur einmal gucken. Denkst du, ich spring die gleich an? Nein, natürlich nicht. Aber ich denke dabei nur an die Ausführungen des Führers. Erinnere dich an die BDM-Stunde von vor 3 Wochen. Eva, ich verstehe dich nicht. Was willst du mir jetzt damit sagen? Ich finde den Spruch des Führers, ihr könnt nicht alle einen Mann haben, aber ihr könnt alle Mütter werden, ziemlich dumm. Ich will nicht nur eine Mutter sein. Und jetzt komm ja nicht darauf, das Gespräch mit meinem Vater zu erwähnen. Nein, du hast ja irgendwie schon recht, aber du musst vorsichtig sein, auch weil Friedrich doch auf die Adolf-Hitler-Schule gehen möchte. Der braucht einen wirklich vorbildlichen Leumund und eine Schwester, die dem Führer widerspricht, ist da nicht gerade von Vorteil. Darüber mach dir mal keine Sorgen. Er hat schon den Abstammungsnachweis erbracht. Und vergiss nicht, unser Vater hat ein gewichtiges Wort bei der Empfehlung zur Schulaufnahme durch die HJ mitzusprechen. Frieda, ich verstehe dich nicht. Vor 2 Minuten regst du dich noch über die abfälligen Beleidigungen des BDM durch die Hitlerjugend auf. Und jetzt verteidigst du deinen Bruder, der sich anstrengt, auf eine Parteischule zu gehen. Eva, jetzt sei einfach mal ruhig. Lass uns doch einfach die neuen Jungmann betrachten. Nur gucken, ehrlich. Oh, der Giftpilz. Mein Lieblingsbuch. Das ist Literatur für die Volksgesundheit, Frieda. Ich weiß ja nicht. Du kennst doch die Goldenbaums, oder? Ja, ja. Der Kartenleser. Frieda, der ist Jude. Und immer nett zu mir. Auch wenn er in der Schule von allen ausgeschlossen wird. Du hast wohl das Buch nicht richtig gelesen. Wie freundlich sie auch tun, du darfst sie nicht glauben. Sie sind Gift für das Volk. Und das mit der Schule ist auch bald vorbei. Du weißt doch, was der Gauleiter letztens gesagt hat, als er bei Vater war. Die Schulen werden jetzt endlich vor dieser Pest gereinigt. Und warum sind die Juden Gift für uns Deutsche? Warum sind alle Juden böse? Ich verstehe das einfach nicht. Du kennst doch sicher den Herschel, der seine Pfandleihe in der Bernauer Straße hatte. Hast du den mal genauer studiert? Alle Merkmale, die im Giftpilz genannt wurden, treffen auf ihn zu. Er hat eine Hakennase, eine fliehende Stirn und hinterlistige Augen. Aber jetzt sitzt er hier im Lager, wo er hingehört. Na jetzt, Fall. Oh, der Giftpilz. Hast du den Aufsatz schon fertig? Nee, ich bin gerade dabei. Ich weiß einfach nicht, was ich schreiben soll. Weil ein Jude von einem Priester getauft werden will, dann sei auf der Hut. Denn der Jude bleibt Jude von der Seele und vom Blut. Taufwasser hilft nicht im Geringsten. Das macht den Juden auch nicht besser. Er ist ein Teufel auf Lebenszeit und das wird für die Ewigkeit. Ja und, das stimmt doch, was zweifelst du? Also ich fand das Buch richtig gut. Das war einfach, das hat halt einfach gepasst und
Die haben das so dokumentiert. Das versuche ich ihr die ganze Zeit zu sagen. Wie gesagt, denk an Herschel. Er ist der Giftpilz, der erwähnt wird. Dieses Buch soll uns dabei helfen, zu verstehen, dass Juden eine große Gefahr für unser Volk darstellen und es deshalb unsere Pflicht ist, die Volksgenossen vor diesen Verbrechern zu schützen. Da die Juden für ihr Handeln keine Grenzen kennen, dürfen sie auch kein Mitleid von uns erwarten. Wie steht es schon in der Bibel? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber jetzt mal im Ernst, so schlimm wie die anderen das hier machen, ist es doch gar nicht. Ich finde, die Jugendherberge ist voll okay. Die Jugendherberge schon, aber sonst ist hier doch echt nichts los. Habt ihr Bock auf ein Museum? Also ich kann gut drauf verzichten. Kennt ihr diesen Typen hier im KZ? Der hier, diesen Opi, der hier rumläuft. Ehrlich, ich finde den gruselig. Ich meine, was soll das? Am Donnerstag, wenn wir die Führung durchs KZ machen. Vor allen Dingen erst die Kleinert. Der geht ja jetzt schon einer ab. Kann es gut sein. Die macht auch nur ihren Job. Ich habe mal im Fernsehen einen Film über die Judenvergasung gesehen. Der war echt heftig. Aber hier? Ja. Mädels, heute ist Dienstag und gleich steht Abmarsch zum Schloss auf dem Programm. Das Museum ruft. Ach, hier seid ihr. Die Kleinert sucht euch überall. Wie war das noch gleich mit der Ansage? Kein Damenbesuch auf der Jungsetage. Ich glaube, ich weiß, wer mir nachher ein Eis spendiert. Im Ernst, kommt ihr? Auf unser Programm gespannt. Ja. Nun, das Wichtigste haben wir jetzt ja echt geschafft. Ich bin super geflasht. Ne? So billig kriegst du die Sachen bei uns nirgendwo. Ja, aber du hast ja auch so viel Taschengeld. Sowas. So viel bekomme ich in einem halben Jahr nicht zum Shoppen. Ja, das sieht man ja auch. Lena, hörst du dir eigentlich manchmal selber zu? Naja, war ja auch nicht so gemeint. Guck mal hier, das schenke ich dir. Aber jetzt denk nicht, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, sondern weil du meine viertbeste Freundin bist. Lena, du kannst es aber auch echt auch nicht lassen, oder? Aber deswegen mögen wir dich ja so. Du süßes kleines Miststück. Themenwechsel. Restgeldverwertung? Maggis? Nee, wir wollen doch morgen ins KZ, oder? Und ich habe da irgendwie Schiss vor, aber... Oder so ein schlechtes Gefühl. Wie komisches Gefühl. Da steht doch kaum noch was. Das haben wir doch im Internet gelesen. Ja, schon, aber andererseits waren da Tausende von Toten und wir latschen da so durch. Ja, aber hast du eine bessere Idee? Es einfach vergessen und so tun, als ob da nie was gewesen wäre? Also ich kann das nicht. Ich habe erst letzte Woche mit meinem Vater darüber gesprochen. Er war mal mit seiner Klasse, als sein Kind war, in Auschwitz. Und er meinte nur, dass er überhaupt nicht verstehen kann, wie man heute noch gegen Ausländer hetzen kann und so, wenn man das miterlebt hat. Und als er über die Verbrennungsöfen gesprochen hat, hat er fast angefangen zu weinen. Was? Über sowas redet ihr zu Hause? Krass. Ist ja eigentlich gut, ne? Ja. Also mein Vorschlag, wir gehen morgen ins KZ und schauen, was wir so mitnehmen können. Aber ich lese mir da auf keinen Fall alles durch. Das ist viel zu viel, wenn da die ganzen Schautafeln sind. Was? Marie, das sind ja ganz neue Töne. Ist doch wahr. Also Information ist ja schön und gut. Und ich kann das ja auch verstehen. Also unsere Klassenfahrt braucht ja wirklich auch einen Aufhänger. Stimmt. Nur shoppen geht ja leider nicht. Nein, leider nicht. Aber jetzt mal wieder ernst, Mädels. Ich möchte das schon eigentlich alles wissen. Und für dich gibt's dann bestimmt auch einen Film. Stimmt. Eva, schön, dass du kommst. Magst du auch einen Tee? Nein, danke. Friedrich, nimmst du mich nachher mit?
Dich soll ich mitnehmen. Da verstehst du denn überhaupt, worum es beim Hitler-Jugendquecks geht? Ich habe das Buch verschlungen und den Film dreimal gesehen. Und jetzt ist der Schänzinger hier in Oranienburg. Eva, bremst deine Begeisterung mal ein wenig ein. Du schon wieder. Ich höre immer mit, wenn Heini mit den Kommunisten aneinander gerät. Schau hier, immer wenn ich an diesen feigen Mord denke, bekomme ich eine Gänsehaut. Eva, du weißt schon, dass es nur ein Film ist. Zugegeben, er beschreibt die Zeit sehr gut. Ein Glück, dass die Rotfrontverräter heute nicht mehr auf der Straße sind. Da hat sich das Aufräumen schon gelohnt. Hier, dieser tapfere junge Soldat starb den Heldentod. Er starb für eine Sache, an die er glaubte. Für seine Kameraden und für seine Fahne und vor allem für seinen geliebten Führer. Eva, lass es. Ich mag das nicht mehr hören. Also wenn es nach mir ginge... Was es Gott sei Dank nicht tut. Sei doch mal still. Willst du da wirklich hin? Was heißt wollen? Wir müssen da hin. Du weißt, was die Scharführerin gesagt hat. Anwesenheitspflicht und großes Besteck. Verehrtes Fräulein, es geht mich zwar nichts an, aber ich persönlich wäre sehr stolz, wenn ich eine Einladung erhalten hätte. Ich vermag Ihre Ablehnung nicht verstehen. Und ich denke, dass Ihr Vater das ähnlich sieht. Hedwig, halt du dich da raus. Und wage es ja nicht, meinem Vater etwas davon zu erzählen. Erstens machst du dir immer eine eigene Wahrheit, nur um vor ihm gut dazustehen. Zweitens kann ich mich nicht daran erinnern, dass du Montag frei hattest. Da habe ich dich doch mit diesem Janusz im Garten gesehen. Oder etwa nicht? Und drittens... Drittens muss warten. Der Führer spricht. Was wächst in unserem Volk heute nicht für ein wunderbares, geradliniges, gesundes, junges Geschlecht heran? Man kann stolz sein, auf diese neue deutsche Jugend zu sehen. Sie trägt in sich und auf ihren Gesichtern. Die deutsche Jugend steht unerschütterlich für die Ideale der Bewegung. Schnell wie ein Windhund, hart wie Kruppstahl. Sehr geehrter Herr Reichsführer, lieber Vater, das sind nicht nur Worte. Friedrich, das ist gut, aber du musst perfekt sein. Gut reicht nicht. Das sind große Worte. Wir sind angetreten, um auch Taten folgen zu lassen. Vorbei sind die Zeiten ohne Orientierung. Der Führer leuchtet uns den Weg so hell, dass ein Verlassen des Weges, ein Umweg oder eine Abkürzung nicht notwendig sind. Die deutsche Jugend marschiert geeint. Einen gemeinsamen Weg. Hi ihr Lieben, heute will ich euch etwas über meine neuen Schuhe erzählen. Ihr habt mir ja unter meinem letzten Instagram-Bild sehr viele Fragen gestellt. Und ja, das sind meine neuen Schuhe. Das sind Nike Huarachas in Weiß. Und falls ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr mir die jetzt gerne schreiben. Ich beantworte die. Also ich beantworte die schriftlich und erzähle euch die auch. Und ich gucke jetzt einfach mal rein. Und da ist auch schon die erste Frage, wie ich die denn kombinieren würde. Ich würde die kombinieren mit einem sehr schlichten Outfit. Zum Beispiel eine schwarze Skinny Jeans und dann noch ein schwarzes Oberteil. Und noch eine Bomberjacke, also die ich gerade anhabe. Ja, mal gucken, was noch so ist. Schuhgröße habe ich 39 und da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, denn die fallen kleiner aus. Also immer eine Nummer größer nehmen. Und wenn ich jetzt vielleicht frage, was das hier hinten ist, diese Einkerbung, die habe ich auch erst gesehen und habe gedacht, was ist das denn so? Aber die sieht man letztendlich gar nicht, wenn man sie trägt. Und ich kann euch die Schuhe einfach nur empfehlen, sie sind super bequem. Also da kommen Air Max und Superstars wirklich nicht mithalten und... Aber sie liegen sozusagen im gleichen Preisfeld. Die haben jetzt 150 gekostet. Ist ein bisschen viel, ja, aber es lohnt sich wirklich. Und habt ihr noch sonst Fragen? Ich dachte immer, Lost wäre eine Serie. Ja, ich auch. Ja, aber jetzt guckt doch nicht so hässlich. Oder wusstet ihr das etwa mit dem Gift? Ist schon krass. Hier, ich habe eine Infotafel abfotografiert. Die muss ich euch gleich unbedingt mal zeigen. Ich konnte mir die Bilder gar nicht angucken. Da ist mir echt schlecht geworden. Was stand denn da? Aufbringen der Substanz, großflächig auf die Haut, kein akutes Schmerzempfinden, nach 7 bis 8 Stunden rötliche Flecken in Nähe der Auftragsstelle, starkes Jucken und Brennen, 18 x 7 cm große Ätzstellen mit Blasenbildung, an Öffnung der Blasen sulziges und schleimiges Gewebe, gelb verfärbt, mit Absonderung, von Gewebeflüssigkeiten, ist das ekelhaft. Mir wird echt schlecht. Die Arme waren so angeschwollen. Die Opfer müssen echt starke Schmerzen gehabt haben. Ja, ist echt gruselig. Habt ihr auch das Bild gesehen, wo der Arzt die Kinder untersucht hat? Untersucht? Das ist aber wirklich nett formuliert. So ein Menschenexperimente.
Aber echt gemein finde ich einfach, dass sie das mit den Kindern gemacht haben. Die haben einfach Studien zu Hepatitis-Impfungen an Kindern durchgeführt und sie damit voll krank gemacht einfach. Wir müssen einige Opfer bringen. Was sagte unser Rottenführer letzte Woche? Im Kampf gegen die Schmarotzer und Aussätzigen steht jeder an seiner ganz eigenen Front. Und Vaters Frontlinie geht jetzt durch unsere Familie? Naja, du verstehst es nicht ganz. Dieser Kampf erfordert echte Männer, die sich ihrer Verantwortung stellen. Ja klar, und wir Frauen? Mädchen, wieder du bist ein Mädchen. Wir halten euch Männern bei diesem unsäglichen Kampf den Rücken frei und sorgen für viele kleine Kämpfer. Friedrich, du bist doch noch gar kein Mann und hältst mir hier Vorträge über Pflichten. Frieda, du verbrennst hier noch einmal den Mund. Mal ein ganz anderes Thema. Mutter hat mich gebeten, morgen eine kleine Rede zu halten. Du weißt doch, der Reichsführer SS kommt. Ja, Mutter spricht ja schon seit Wochen von keinem anderen Ereignis. Ich glaube, sie mag die schneidigen Adjutanten des Reichsführers. Ach, lass das Vater mal nicht hören. Weiß Vater überhaupt von deiner Rede? Ich glaube, er würde schon gerne wissen, was sein Sohn zu verkünden hat. Natürlich. Wie wäre es denn mit Volksgesundheit? Das ist im Moment unser Thema beim BDM. Natürlich weiß er davon. Ich thematisiere die Wewelsburg. Wir waren mit unserer Rotte im Winter dort. Es ist schon erstaunlich, was dort alles erbaut wird. Und dann diese Chance. Die SS-Schule kommt nach Sachsenhausen. Die haben doch hier schon genug zu tun. Hast du eigentlich mal die Häftlinge hier gesehen? Die sehen schon ziemlich krank aus. Da muss doch mal was getan werden. Das kannst du gerne in deiner Rede thematisieren. Frieda, du pass auf, was du sagst. Die Leute, von denen du redest, das sind Schmarotzer und Parasiten. Das ist auch zu ihrem Schutz. Der Volkszorn ist groß und die Polizei kann nicht überall sein. Hier sind sie sicher. Friedrich, ich kann dir nicht mehr zuhören. Seit wir hier nach Sachsenhausen gezogen sind, hast du dich vollkommen verändert. Ich erkenne meinen eigenen Bruder gar nicht mehr. Na, ihr beiden, Streich? Wie kommst du denn darauf? Na, sah so aus. Aber mal was ganz anderes. Letztens war in der Wochenschau ein Bericht über die Legion Condor in Spanien. Unsere Luftwaffe hat an einem einzigen Tag über ein Dutzend Flugzeuge der Republikaner abgeschossen. Hervorragend! Und was geht uns das an? Frieda, lass gut sein. Ich habe doch nur Angst, dass hier etwas geschieht. Dein Mund weg ist manchmal einfach zu groß. Na, kommt. Die deutsche Jugend marschiert. Geeint, ein gemeinsamer Weg. Wir wurden dazu ausgebildet, unerschütterlich dazustehen, schnell zu sein wie ein Windhund und hart wie Kruppstahl. Deswegen werden wir im Krieg nicht versagen, wenn uns eine Kugel trifft. Denn wir gehorchen dem Reichsführer, solange wir nicht gestorben sind. Das bringt uns zum Sieg. Dankeschön. Denken. 15 Kilometer rauf und runter. Wir sind dann dieselbe Runde dreimal gelaufen. Und so viel Wald, das ist der kleine Dreich, gibt's da gar nicht. Aber jetzt um den See, das geht doch. Sind höchstens 8 Kilometer. Und willst du den Schrott echt antun? Das kann nur Blödsinn sein. Ich kann Bitchelli eh nicht leiden. Wieso? Ist doch voll abwechslungsreich. Und ich meine, wenn du heute noch nicht gekotzt hast, dann ab damit in die Kommentare. Ihr seid echt blöd. Ich finde Bitchelli gut. Bei YouTube ist sie eh die Beste. Ich hab einfach keinen Bock, hier rumzulatschen. Ey, wir sind 30 Minuten Zugfahrt von Kudamm entfernt und wandern hier um einen blöden See. Und gleich gehen wir noch Ruinen gucken im KZ. Ah, das wusstest du doch vorher. Hast du das Programm etwa nicht gelesen? Wir fahren am Freitag nach Berlin. Ansonsten steht Oranienburg auf dem Zettel. Habt ihr was anderes drauf? Da hinten geht's nur ums Wandern und Melanie macht mal wieder einen auf Prinzessin. Mir geht diese Medizinbaracke nicht mehr aus dem Kopf. Die auch? Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich hatte immer dieses eine Bild vor Augen, das, wo das kleine Mädchen mit den großen Augen auf der Pritsche saß und der Arzt die Spritze in der Hand hatte. Das wäre doch mal das Richtige für Renate, so eine Spezialbehandlung, oder? Oh, Lena, da war ich voll daneben. Bitte lass doch einfach so eine dämliche Bemerkung. Mich packt das auch.
Das war nicht irgendein Videospiel oder YouTube-Clip. Nein, das waren echte Menschen. Und andere echte Menschen haben die gequält. Okay. Und das Aberwitzige ist ja, dass sie das, glaube ich, als ihre Arbeit angesehen haben. So wie mein Vater heute in die Firma geht, sind die Ärzte damals ins KZ gegangen und haben ihre Arbeit erledigt. Nur zur Erinnerung, das ging um Volksgesundheit. Das war was Gutes und Wichtiges. Stell dir mal vor, dir wird von morgens bis abends eingetrichtert, alle mit schwarzen Haaren und mit einer Hakennase. Genau, Sina, sind Verbrecher. Du hörst es zu Hause, bei der Hitlerjugend, in BDM. Das bleibt doch kleben, das glaubst du doch. Jetzt, wo du es sagst, ich finde, ein wenig passiert im Moment doch so was Ähnliches, oder? Jeden Tag steht in der Zeitung, dass Flüchtlinge ein Verbrechen begangen haben. Heute war zum Beispiel ein Leserbuch in der Zeitung, da ging es ums Betatschen im Schwimmbad oder Silvester in Köln. Immer waren das die Ausländer, die anders aussehen als wir. Na, im Vergleich zu dir haben sie denn ja echt Glück gehabt. Was Spaß, Lola. Aber die armen Kinder in Sachsenhausen, die im KZ, die hat keiner gefragt. Guck mal da. Ihr wart überhaupt nicht in der Schule. So stimmt das nicht. Wir werden hier zu Hause unterrichtet. Untersturmführer Gardeland wartet bestimmt schon im Kaminzimmer auf uns. Ich glaube, wir haben jetzt Rassenkunde. Friedrich, wir treffen hier Kinder aus der Zukunft und du denkst an Rassenkunde? Du musst am Montag auch keinen Vortrag über die ostische Rasse halten. Was ist das denn? Ich kenne nur Galloways, Schwarzbunte. Und Wasser befüllen. Du bist ahnungslos. Junge, es geht hier um Menschentypen, um eine Rasse. Also redet ihr über Russen und sowas? Weil wir haben ein paar in der Klasse, aber die sind doch voll nett. Ja. Sergej ist voll nett. Ja. Stimmt. Wie auch immer du heißt, die ostische Rasse hat nichts mit den Slawen zu tun. Die ostische Rasse oder auch alpine Rasse, ja, wie soll ich sagen, ist eine europäische Rasse des Homo sapiens. Die durchschnittliche Körpergröße ähnelt der von der mediterranen Rasse. Sie beträgt beim Mann ca. 1,63 Meter. Oh, Cent. Also, wenn ich diese kleinen Funkgeräte sehe, dann glaube ich euch wirklich, dass wir in der Zukunft sind. Welches Jahr haben wir eigentlich? 2016. Du müsstest so ungefähr 90 Jahre alt sein. Hast dich ziemlich gut gehalten. 92. So viel Zeit muss sein. Ich bin Jahrgang 1924. Frieda, richtig? Mhm. Ich habe ja verstanden, dass ihr diese komische Zeithülle gefunden habt, aber... Nicht wirklich gefunden. Wir haben einfach nur die Tür im zweiten Stock geöffnet. Also halten wir mal fest, ihr habt jene Tür im zweiten Stock geöffnet, die auf unserer Seite mit Betreten verboten gekennzeichnet ist? Ist echt krass. Wir machen eine Klassenfahrt ins Geisterhaus. Das glaubt mir keiner. Eigentlich brauchen wir noch einen Beweis. Stimmt. Und ihr glaubt wirklich, dass das euer Haus ist? Sicherlich. Warte kurz. Hier. So sah das Haus früher aus. Und hier müssen wir uns ungefähr befinden. Und wir sind einfach nur durch die Tür im zweiten Stock gegangen. Und die stand offen. Das war sie noch nie. Mich brauchst du überhaupt gar nicht so anzugucken. Ich hatte doch gar keine Ahnung von dieser Tür. Ich bin doch nur hinterhergelaufen, als Frieda und Friedrich verschwunden sind. Wenn unser Vater erfährt, dass wir die Tür geöffnet haben und jetzt hier sind, ich glaube, er wäre sehr ungehalten. Er hat immer uns gesagt, das hier wäre der Eingang zur Hölle. Ich habe jetzt nur mit einem Ohr zugehört. Aber was ich nicht verstehe, warum habt ihr euch so lange an die Anweisung eures Vaters gehalten? Ich meine, was Eltern verbieten, ist doch gerade spannend. Das sagst du nicht, wenn dein Vater SS-Oberführer ist. Und überhaupt, Kinder müssen doch ihren Eltern folgen. Oder in der Zukunft etwa nicht? Also Frieda, was du meintest mit der Hölle, das ist doch Quatsch. Scheint ein Wurmloch oder so zu sein. Ich habe mal gehört, dass die Nazis da rumgeforscht haben. Nazis? Was ist das denn? Na ihr, so nennt man die Deutschen aus eurer Zeit. Die in der Partei mitgemacht haben oder so. Aus welchem Jahr kommt ihr nochmal? 1937. Na, da waren doch schon alle Nazis. Ja, so wie ihr das sagt, hört es sich an, als ob Nazi ein Schimpfwort wäre. Naja, also Schimpfwort... Ja, eigentlich stimmt schon. Ich lass mich doch nicht von euch beschimpfen, das werde ich sofort dem Hordenführer. Alter, okay. Chill mal. Erstens sind deine Hordenführer gar nicht hier. Und zweitens kannst du dir deinen HJ-Scheiß sonst hinstecken. Friederike hat das doch nicht so gemeint. Ihr könnt ja gar nichts dafür, ihr seid ja noch Kinder. Auch Kinder kämpfen für die Sache. Ihr könnt anscheinend nur dumm reden und andere beleidigen. Ich gehe demnächst auf die Adolf-Hitler-Schule. Mhm. Und mein Vater und ich wollen, dass ich federführend für Deutschland arbeite. Okay, jetzt reg dich mal ab. Ihr könnt uns einfach mal, wo ihr schon gerade hier seid, erzählen, wie es so im Jahre 1937 so zuging.
Übrigens, wir haben gestern eine Führung im KZ gemacht und da haben wir die Krankenbaracke gesehen. Das müsst ihr doch alles wissen. Also, da waren damals auch diese Mauern drumherum. Wie Führung? Sagt jetzt nicht, ihr durftet da rein. Ja, wieso nicht? Ist doch eine Gedenkstätte. Gedenkstätte? Wofür das denn? Habt ihr überhaupt gar keine Ahnung? Im KZ wurden, wie viele waren es noch gleich? Mindestens 5 Millionen. Mindestens 5 Millionen Juden umgebracht. Natürlich, 5 Millionen tot in Sachsenhausen. Wer erzählt denn so ein Quatsch? Nicht nur in Sachsenhausen, es gab in ganz Europa KZs. In Polen zum Beispiel wurden Juden vergast oder in großen Öfen verbrannt. Sven, google mal Auschwitz. Krematorium. Fuck. Ich hab kein Netz. Klar, im Krematorium wurden alle verbrannt. Hört mal, in unserem Konzentrationslager sind nur die Volksschädlinge, die ihre Strafe absitzen oder aus der Gesellschaft gezogen wurden. Und überhaupt, wir haben gar keine Öfen. Glaube ich jedenfalls. Und wo soll dieses Auschwitz überhaupt sein? Bist du dir sicher? Meinst du wirklich, Vater hätte uns davon erzählt? Rein ins Lager dürfen wir ja nicht. Seid ihr so blind oder tut ihr nur so? Okay, das mit Auschwitz könnt ihr nicht wissen. Das war später im Krieg. Krieg? Wer ist im Krieg? Der Führer kämpft doch für den Frieden. Jetzt kommst du bestimmt richtig schlau vor, oder? Du willst uns was vorwerfen, was noch nicht einmal stattgefunden hat. Was soll das? Und du brauchst gar nichts so zu tun. Ihr seid doch Kinder. Das ist ruhig. Es sollte kein Vorwurf sein. Hey, übrigens, das ist doch Geschichte 9. Klasse. Soll ich mal mein Geschichtsbuch holen? Nein. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Wir leben nun mal in einer anderen Zeit. Wir meckern ja auch nicht rum, wenn ihr andauernd mit euren Funkgeräten, die ein Gedächtnis haben und alles wissen, rumhantiert. Wir müssen jetzt auch langsam wieder zurück. Alter, wirklich, das nervt jetzt wirklich. Du willst jetzt den Holocaust mit unseren Handys vergleichen? Ist das dein Ernst? Könnten wir das vielleicht ein anderes Mal ausführlicher besprechen? Ich brauche jetzt erstmal eine kleine Pause, um das alles hier zu verarbeiten. Und ich glaube, wir müssen wirklich zurück. Wir werden vielleicht schon vermisst. Meinst du, das mit der Tür klappt doch andersrum? Klar, warum nicht? Hoffe ich jedenfalls. Und das mit dem Verbrennen und dem Krieg, darüber werden wir noch reden. Da kannst du aber einen drauf lassen. Ist ja wie im Knast hier. Nichts los und am Arsch der Welt. Meinst du? Wir sind gerade mal einen Tag hier. Das wird noch. Schlaf du mal mit Sina in einem Zimmer, da vergeht dir die Laune. So schlimm? Schnarcht sie? Schmatzt sie? Oder furzt sie? Habt ihr schon gehört? Unsere Wendy hat gepostet, dass sie morgen in Oranienburg zu einem Döner-Wettessen aufruft. Wundert es dich? Da passt genug rein. Ich meine, ich hasse diese fette Kuh, ja? Und habt ihr sie mal beim Sport gesehen? Während sie da ihre tollen Moves macht, so? In ihren coolen Leggings? Du bist so fies. So fett ist Leonie doch gar nicht. Don't call it Leonie. It's Wendy. Du meinst diese Leggings, die die Arschritze so richtig zur Geltung bringen? Genau die. Und hier, guck mal. Hab ich vor einer Stunde gemacht. Das schreit doch nach einem Kommentar. Hallo, Wendy. Du bist so sexy wie ein... was könnte ich da hinschreiben? Nilpferd? Elefant? Oder Seekuh? Das ist echt schwer. Ah, ich hab's. Mastschwein. Mastschwein kommt gut. Ganz ehrlich, ich finde, fette Jugendliche gehören echt weggesperrt. Weil, wer will das sehen? Du meinst, weggesperrt in so ein abgesperrtes Gelände? Nur Fettis. Zutritt ab 70 Kilo. Und jeden Tag gibt's eine Challenge. Und der Sieger kriegt einen XXXL-Schnitzel. Leute, ihr merkt schon, dass ihr ziemlich daneben seid. Wieso? Magst du Naschweine? Habt ihr schon gehört? Wendy frisst, bis sie platzt. Seien Sie live dabei. Also ich schreibe dann jetzt Maschwein, ne? Und ab damit. Jetzt lass doch mal das scheiß Handy. Wir hatten Besuch. Und ihr werdet nicht glauben, wen wir getroffen haben. 92 Jahre alt. Eine Mumie? Hä? Jetzt seid doch mal ruhig. Also, wir waren gerade im Speisesaal, als plötzlich drei Kinder in der Tür standen. Tolle Überraschung. Kinder in einer Jugendherberge. Du schon wieder. Das waren keine normalen Kinder. Die kamen nämlich aus der Vergangenheit.
geil hier. Stargate in Oranienburg. Sam, kannst du nicht einmal ernst bleiben? Die waren doch aus der Hitlerzeit. Die sind irgendwie durch so eine Zeittür oder sowas zu uns gelangt. Du glaubst es nicht. Die Kids waren echte Nazis. Und sie wohnen hier im Haus. Halt nur im Jahr 1937. Und das Lager hier, das steht noch. So richtig. Mit Gefangenen und so. Und ihr Vater war der Kommandant. Ich hab mal gegoogelt. Der ist nachher hingerichtet worden, weil er so viel Dreck am Stecken hatte. Aber das war noch bei den Nazis. Ihr verarscht uns doch, oder? War dein Vater sehr wütend? Nein, wir haben ja Glück gehabt. Er hat ja, glaube ich, nicht mal bemerkt, dass wir drüben waren. Meinst du, er weiß, was es mit der Tür auf sich hat? Und wenn er es weiß, was bedeutet das denn? Hast du denn hier schon einmal mit ihm über die Zukunft gesprochen? Nee, ich habe auch schon mal nachgedacht. Weiß der Henker, was das mit der Tür auf sich hat? Wie fandest du denn die Kinder aus der neuen Zeit? Scheinen ja ganz nett zu sein. Und ich glaube, einige von denen waren arm. Hast du gesehen? Die hatten Löcher und Risse in den Hosen. Und die waren schon ziemlich, wie soll ich sagen, frech? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und dieses eine Mädchen, Marie oder so, sie hat mich ziemlich an Helga erinnert. Nun übertreibt man nicht. So seltsam ist unsere Scharführerin nun auch nicht. Aber du hast schon recht, die wollte echt bestimmen. Und weißt du, was mir richtig Angst macht? Erzähl. In der Zukunft soll es einen Krieg geben und 5 Millionen Juden sollen wir noch umbringen. Ich meine, Volksschädigung ist das eine, aber umbringen? Soll ich vielleicht mal Vater fragen, was die SS mit den Juden vorhat? Ich meine, wenn es irgendwelche Pläne gibt, dann weiß er davon. Ja, und die wird er garantiert nicht seiner Tochter auf die Nase binden. Ich werde auf jeden Fall mal die Augen offen halten. Ich glaube, ich gehe noch mal zum Lager und frage die Häftlinge, die nahe am Zaun sind. Bist du wahnsinnig? Wenn du da erwischt wirst, du kannst dich auf einen ziemlich ungemütlichen Nachmittag im BDM einstellen. Und einen Besinnungsbericht kannst du auch gleich schreiben. Denk doch an deinen Bruder. Er möchte doch so gerne nach Sonthofen. Was geht mich die Adolf-Hitler-Schule an? Mädchen dürfen da ja nicht mal hin. Was soll daran überhaupt so toll sein? Leise, bist du verrückt? Und du glaubst wirklich, dass dir da jemand irgendwas erzählt? Das sind Volksschädlinge. Warum sollten gerade die dir irgendwas erzählen? Eva, lass gut sein. Du weißt von nichts. In Ordnung? Ja, aber eins muss ich noch loswerden. Eva? Nee, nichts mit den Juden. Wie fandest du denn die jetzt aus der neuen Zeit? Die waren schon echt ziemlich komisch. Das ist doch nicht normal. Die gucken dich auch gar nicht an beim Reden. Die ganze Zeit gucken sie nur auf diese kleinen Telefone. Und dieser ein Junge, der hat auch einen Film damit geschaut. Na, das sollten wir vielleicht bei unserem nächsten Besuch mal zum Thema machen, nicht? Wir gehen ja noch mal rüber. Obwohl, rüber ist ja eigentlich Blödsinn. Wir bleiben ja hier im Haus. Aber ich würde schon gern wissen, was aus der ganzen Stadt und so geworden ist. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich wissen wollen. Ich meine, unsere Läden sind wahrscheinlich nicht mehr da. Und ich gehe auf jeden Fall noch mal rüber in die Zukunft. Also, Eva, die leben 79 Jahre später als wir. Wir sind für die Geschichte. Die wissen alles und das will ich auch. Aber wenn du was weißt, was du lieber nicht wissen willst. Doch, das ist cool. Das kannst du gut tragen. Ja, das geht. Aber deine Haare, die gehen gar nicht. Nein, nein, warte, warte, warte. Nein, super. Das ist so. Nee, warte. Also, die beiden kannst du schon mal ausschmeißen, diesen Scheiß. Ja. Das ist das gleiche wie das, nur in einer anderen Farbe. Das hat eine richtig geile Auflösung. Das heißt, die Kamera ist gut. Ich würde dir das empfehlen. Thank you.
Wer hat das gefilmt? Hier steht BBC 1945. BBC, das ist doch dieser britische Sender, oder? Die lügen, das ist 100% Propaganda. Das, was sie da erzählen, das stimmt nicht. Hallo, jetzt kommt mal runter. Wir leben hier, 2016. Das sind historische Dokumente. Und ob es euch jetzt passt oder nicht, dieses Verbrechen hat euer Vater mit zu verantworten. Ja, und überhaupt, wer weiß denn auch, was aus euch später mal wird? Friedrich, du bist bestimmt 1945 ein SS-Mann an der Front und ihr beiden habt schon das Mutterkreuz und süße kleine, blonde, blauäugige Kinder. Mädels, bleibt mal fair. Stellt euch mal vor, ihr würdet euch sehen. So 2025, in einem Deutschland, in dem Flüchtlinge in Zelten leben und bewacht werden. So ein Quatsch, so wird das doch nie passieren. Wir sind ja keine Nazis. Ach ja? Und was ist mit den ganzen Flüchtlingsheimen, die angezündet werden? Jeden Tag ein neues? Sven, kannst du uns mal bitte in deine Gespräche involvieren? Ich verstehe im Moment gar nichts. Nur mal angenommen, das, was da gezeigt wurde, ist wirklich passiert. Nur mal angenommen. Wo waren denn dann die ganzen Wärter und Soldaten und Leute, die davon gewusst haben? Ich habe in dem Film gar keinen einzigen gesehen. Was macht zum Beispiel Vater später? Ich habe in einem Nachschlagwerk von 1987 zu eurem Vater gelesen, dass er später von der SS kaltgestellt wurde. Friedrich, dein Vater war eine echte Niete im Kampf und pleite war er auch. Komm, wir gehen, das müssen wir uns nicht gefallen lassen. Sie sind ganz schön sportlich, ne? Ich glaube nicht, dass ich sowas hinkriege. Ich schon. Ja, stell dir vor, was unsere Scharführerin dazu sagen wird. Ja, wir müssen diese Prüfung bestehen, sonst werden wir rausgeworfen. Und du weißt ja, das wäre nicht besonders gut für mich. Wie findest du eigentlich die anderen, also die aus der Zukunft? Ich möchte da nicht sein. Wieso das denn? Na, die haben anscheinend überhaupt keinen Respekt. Und ihre Ansichten zu unserer Zeit. Wir sind doch keine Verbrecher. Du immer mit deinem Respekt, als ob das das Wichtigste überhaupt wäre. Ich finde, diese Mädchen sind ganz schön selbstbewusst. Könnte einigen hier auch nicht schaden. Und was nehmen Sie sich heraus, so über Vater zu reden? Sie kennen ihn doch überhaupt nicht. Sie waren noch nie mit ihm am Kanal angeln und haben über die Judenbedrohung gesprochen. Frieda, Vater geht jeden Sonntag zur Kirche. Du weißt, er ist ein guter Vater. Eva, das stimmt nimmer. Wir müssen gegenüber der Volkshilfe konsequent sein. Wir müssen die Volksgenossen vor diesen Subjekten schützen. Das jüdische Großkapital. Friedrich, jetzt hör dich doch einfach mal selber an. Jüdisches Großkapital? Was hat der Goldenbaum, und du weißt, von wem ich spreche, was hat der mit Großkapital zu tun? Was wollt ihr denn jetzt? Blöde Frage, die Tür ist doch keine Einbahnstraße. Oh nein, ihr habt hier kein Netz. Aber wir müssen der Klasse noch Bescheid sagen, die sind auch neugierig und wollen das auch sehen. Keine gute Idee. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Hier so rummarschieren? Und die Volksgenossen beobachten? Ey, guck dir das mal an. Das ist echt unsere Jugendherberge. Ja, mega krass. Aber was, wenn ihr erwischt werdet? Von den Wachen oder von unserem Vater ganz zu schweigen? Dann habt ihr ein riesiges Problem. Ihr landet wahrscheinlich im Heim. Jetzt chillt mal, wir werden schon nicht erwischt. Und wir sind auch gleich wieder weg. Wir müssen den anderen ja noch Bescheid sagen. Naja, wir wollten euch sagen, dass heute bei euch im Haus eine Party stattfindet. Ja. Im Ernst? Aber 2016. Gut, wir freuen uns. Aber ihr müsst jetzt wirklich verschwinden. Wenn die Gerlach euch erwischt, dann seid ihr geliefert. Gegen die sind die SS-Wachen echt Ministranten. Ich bin echt froh, dass ich damals nicht gelebt habe. Wieso? Zumindest Frieda scheint ja ganz in Ordnung zu sein. Ja, schon, aber Friedrich ist echt schräg. Mit seinem Volksgenossen und Volksschädling. Und ihr seid denn durch diese Tür echt in die Vergangenheit gegangen? Ja, klar. Aber da drüben ist echt Vorsicht geboten. Frieda hat uns vor ihrem Vater gewarnt und angekündigt, dass wir im Heim landen, wenn wir erwischt werden. Wir waren im KZ und sogar in der Stadt. Ist echt krass da. Und wir sollten unseren Klassenausflug in die Vergangenheit vergessen. Ich glaube, das geht sowas von in die Hose. Meinst du, wir werden auch so wie die? Wie sind die denn? Wir kennen die doch gar nicht. Wir haben erst ein paar Mal miteinander gesprochen. Aber vieles davon verstehe ich zumindest überhaupt nicht. Naja, im Internet habe ich gelesen, dass der Vater als Kommandant hier in Sachsenhausen ein richtiges Arschloch war. Also ja, immer noch ist. Naja, Arschloch schon. Aber doch auch irgendwie ein Loser. Und kein Vergleich zu seinem Nachfolger. Ich habe mal weiter recherchiert. Das hat mich einfach so interessiert. Der nächste Kommandant hieß Koch. Und der war ein ganz anderes Kaliber. Ich habe das hier auf dem Handy. Guck mal. Das ist echt krass. Gruselig, der Typ. Ja, ein richtiges Arschloch. Aber was können Frieda und Friedrich dafür? Das sind doch noch Kinder. Auch Eva. Ich bleib dabei.
Friedrich macht mir Angst. Der meint es komplett ernst mit dem Volksschädling. Und habt ihr seine Augen gesehen, als wir letztens den Film aus Bergen-Belsen gesehen haben, wie der über die Juden gesprochen hat? Ja, schon, aber unser Nachbar zum Beispiel ist schon der dicke Lorenzen. Stehe hier und mit mir genug Bürger, die vielleicht nicht gerade so böse sind, sondern hier stehen Leute, die mit uns zusammen eine Meinung haben. Und ich sage die Meinung noch einmal, wir wollen kein Asylbewerberheim! Wir wollen kein Asylbewerberheim! Wir wollen kein Asylbewerberheim! Aber da wird ja niemand umgebracht. Weiß man nicht. Nein. Ja. Also wir erstellen Ihnen dann jetzt eine PowerPoint-Präsentation, ja, oder wie? Okay. Dann, da, das ist gut. Ich gucke jetzt bei Wikipedia. Diesen einen Artikel. Okay. Das finde ich gut. Das Bild kann man gut mit reinnehmen, ne? Ja, eigentlich schon. Hat nicht wirklich viel zu sein. Ich speichere das mal, das kann man mit reinnehmen. Ja. Das finde ich gut hier. Oder? So ein KZ-Film. Ja, ist gut. Kopier das raus und dann kann ich das reinnehmen. Ja, ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr auf Party. Nee. Lass uns das den anderen sagen. Ja. Ich habe Angst. Wovor das denn? Ja, dafür, dass die uns wieder so komische Filme zeigen. Ich will die nicht sehen und ich möchte auch überhaupt nicht mit denen darüber reden. Die tun ja so, als wären die was Besseres. Eva hat recht. Du weißt doch, wie ungehalten Faser geworden ist, als du ihn nach den Juden gefragt hast. Siehst du, Frieda, dein Bruder hat recht. Wir sollten da echt nicht rübergehen. Ach, hier seid ihr. Das ist gut, wir wollten gerade zu euch. Lustig, wir wollten in die Zukunft. Da soll eine Feier sein. Wollt ihr uns abholen? Wollt ihr zu uns oder sollen wir zu euch? Kommt mal rüber. Die Helden sind heute Abend in Berlin und die Gerlach hat heute ihren freien Abend. Sturmfreie Bude? Gewissermaßen. Wo ist eigentlich Marie? Marie kommt nach. Irgendeiner muss unserer Lehrerin ja ein Märchen erzählen. In welchem Zimmer ist sie denn? Ich gehe sie abholen. Treppe hoch und dann links. Okay, das ist mein Zimmer. Was ist das denn? Hallo, die anderen haben mich hochgeschickt. Ich soll dich holen, Party machen. Ja, sofort. Marie, zeig mir, was bei euch geschieht. Ich möchte sehen, was ihr aus den Gräueltaten, die damals geschehen sind, oder die vielleicht noch kommen, gelernt habt. Frieda, das willst du nicht sehen, glaub mir. Oh, hey, herzlichen Glückwunsch. Noch jemand ohne Fahrschein? Marie, ich will das jetzt sehen. Es ist so einfach, über uns zu urteilen. Vorträge über Geschichte und Auschwitz, so heißt das doch, oder? Ich möchte sehen, was ihr gelernt habt. Was geht denn hier? Ich dachte, wir wollen feiern. Kommt. Scheint so eine Spezialität aus dem Jahre 2016 zu sein. Auf Fragen gibt es anscheinend keine Antworten. Frieda, komm doch mal runter. Runter? Von was? Frieda, das sagt man so jetzt 2016. Du sollst dich beruhigen. Ich bin doch ganz ruhig. Los, zeigt mir, was ihr zu verbergen habt. Was ist 2016 so anders als 1937? Ja gut. Es war eine lange Nacht für die syrischen Flüchtlinge vor dem Amt für Migration in Dortmund. Shadi Hatschussein ist einer von ihnen. Seit einem Jahr wartet er jetzt auf die Bearbeitung seines Asylantrags. Ständig ist der Syrer im Gespräch mit der Polizei. Unter ihrem Schutz mussten die Flüchtlinge die erste Nacht ihres Protestcamps verbringen. Sie müssen nur wissen... Es war ja gestern echt cool bei euch. Aber ich fasse es nicht. Wie kann man so blind sein? Checkt ihr nicht, dass eure Eltern Verbrecher sind? Was nehmt ihr euch heraus, so über uns zu urteilen? Ihr habt doch gar keine Ahnung. Ihr kennt unser Leben überhaupt nicht. Ahnung? Wir wissen, was da passiert ist. Ja, schon. Aber jetzt kommt doch alle mal runter. Mein Opa sagt auch immer, dass damals nicht alles schlecht war. Du fällst mir jetzt auch noch in den Rücken? Halte doch einfach mal den Mund. Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, dass es bei euch auch andere Meinungen gibt? Die von denen sie nicht passen, verboten werden? Können nicht alle mal ruhig sein? Oh, geh jetzt. Hier wird's viel. Was habt ihr denn jetzt schon wieder für ein Problem? Ich verstehe das alles nicht. Ihr seht gerade, dass es auch nach 70 Jahren noch Stress gibt, wenn es um die Nazis geht. Stress? Nazis? Leute, ihr seid ganz schön, wie sagt man nochmal, abgehoben? Ihr schaut in dieses Internet, schaut euch Filme von den Briten an und urteilt über uns. Unser Vater, ein Verbrecher, sagt ihr. Habt ihr schon mal daran gedacht, dass wir das vielleicht anders sehen? Was soll man da denn bitte anders sehen? Ihr seid Verbrecher und das geht heute schon wieder alles von vorne los. Was geht los? Na, das mit den Ausländern und Flüchtlingen. Ihr müsst den Fernseher nur anmachen, da ging es letztens um nichts anderes mehr. Ach ja? Und was macht ihr dagegen? Ihr seid ja immer so unermesslich weise, wenn es um Verbrechen in der Vergangenheit geht.
Ihr wisst Dinge über unseren Vater, die kein Kind wissen will. Und dann, ich habe letztens ins Internet geschaut und da habe ich gesehen, Millionen von Menschen, die in Lagern leben, hinter Zäunen aus Stacheldraht. Und ihr, außer klugen Worten, nichts. Ich verstehe dich irgendwie, aber was sollen wir denn bitte machen? Wir sind doch nur Kinder. Wie geht das denn jetzt an? Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ein Quatsch. Was war das? Du musst dir das Fenster schon. Diese Handys sind echt hervorragend. Ich stelle mir gerade vor, dass es sie auch zu unserer Zeit geben könnte. Dann hätte der Führer garantiert ein iPhone. So als Chef nur das Beste. Ja, stimmt. Und dann stellt euch jetzt mal vor, es gäbe nur einen Klingelton. Frieda, wie heißt nochmal dieses eine Lied mit Wessel oder so? Must Try? Was ist das denn? Landwirtschaftliche Filme? Hey, das geht dich gar nichts an. Den Film habe ich per WhatsApp bekommen. Leute, ist der Clip wegen Jimbo? Ja. Der ist voll fies. Ihr wisst genau, dass Cleo es hasst, wenn ihr sie mal Jimbo nennt. Das zum Beispiel. Cleo, Jimbo, WhatsApp? Ich verstehe nur Bahnhof. Ja, genau. Da fällt gleich der Zucker. Ja, Lola, ich finde das auch richtig fies. Ich finde, wir sollten uns da echt mal was einfallen lassen. Ja. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass ich in ihrer Haut wäre, jeden Tag bekommt sie irgendwelche fiesen Nachrichten und jetzt auch noch Beleidigung per Videoclip. Ui, was gedenkt denn Miss Gewissen jetzt so zu unternehmen? Leute, um es mal in euren Worten zu sagen, was geht hier ab? Liebe Cleopatra. Nein, heute lachen wir nicht über deinen Namen. Der ist wirklich schön. Und du kannst ja auch nichts dafür. Wir möchten uns bei dir für all die fiesen Clips und Posts entschuldigen. Und die sind zumindest bei uns auch von den Speicherkarten verschwunden. Wir hoffen, du kannst uns verzeihen. Soll ich als alte Frau euch mal was dazu sagen? Das löscht ihr jetzt ganz schnell. Nein, warum? Und wenn ihr wieder zu Hause seid, dann geht ihr persönlich zu Cleopatra und sagt ihr das direkt und nicht durch die Kamera. Jawohl, mein Führer! Sven, der war so dumm, der kann kaum noch getoppt werden. Mach es einfach. Oh, was machst du denn hier mitten in der Nacht? Das Gleiche könnte ich dich fragen. Ich kann nicht schlafen. Ich habe darüber nachgedacht, was Sven und die anderen gesagt haben. Du auch? Mir wird ganz schlecht. Und was machen wir jetzt? Ehrliche Antwort? Ich gehe jetzt zum Lager. Und dann? Dann gebe ich dem ersten Gefangenen, der dort auftaucht, etwas zu essen. Ich werfe das hier über den Zaun. Dann sind wir schon mal zwei. Und Vater erfährt nichts davon? Nicht mal der Reichsführer. Große Lager bauen. Jeder sollte mit anpacken. Lager, Lager, Lager. Sammeln und abschieben. Eine Bürgerwehr muss her. Aber schleunigst. Ich hoffe, meine Landsleute und Kameraden werden zustimmen. Wenn die Zeit gekommen ist, unser Land, unsere Identität, unseren Stolz und die Arbeit unserer Vorfahren zu schützen. Wenn so etwas meiner Tochter angetan wird, dann hole ich die mir, aber ohne Polizei und da ab für die nächsten 48 Stunden in eine Schwulenbar. Hier können sie ihn gratis besteigen, bis zum Abwinken. Habe gehört, Muslime stehen darauf. Danach die Füße, je in einen 5-Liter-Kübel mit Beton und Schnellbinder und ab zum Schwimmtraining. Wenn sie unser Essen nicht haben wollen, dann lassen sie hungern und sterben, ganz einfach. Wer Hunger hat, isst, bis er bekommen kann. Das sind keine Flüchtlinge, das sind Lügner und dumme Idioten. Lass sie einfach sterben. Mich hat am Dreh besonders berührt das Zeitzeugeninterview und es war wirklich interessant,
eine Person aus der Zeit zu treffen, die wirklich dabei war. Ich bin sehr froh, dass ich 2016 lebe und nicht 1937, denn ich glaube, ich wäre damals auch sehr fleißig dabei gewesen. Weil wie ich in meiner Rolle schon sag, wenn einem von morgens bis abends eingetrichtert wird, dass alle mit schwarzen Haaren und einer Hakennase Verbrecher sind, dann glaubt man das. Ich habe von meiner Rolle gelernt, dass man selbst mit kleinen Taten ein paar leidenden Menschen eine sehr große Hilfe sein kann. Ich hatte die Ehre, ein Zeitzeugeninterview zu führen. Und besonders hilfreich war für mich der Tipp, man solle anderen Menschen helfen. Und ich finde, das kann man auch sehr gut aus unserem Film mitnehmen. Ja, also mein persönliches Highlight bei den Dreharbeiten von Braunhand war, als ich im KZ war. Ja, das war schon ziemlich krass zu sehen, wie die Menschen damals so leiden mussten. Und ich persönlich habe auch richtig Gänsehaut bekommen, als ich am Zaun so entlang gegangen bin. Es war halt schon ziemlich gruselig zu sehen und auch die ganzen, ja, Orte und so, das war halt ziemlich gruselig. Und ich will nicht sagen, dass es schlecht war, da zu sein. Es war halt ziemlich interessant zu sehen. Und ich denke, dass man da auch viel mitnehmen konnte. Und ja. In meiner Rolle gab es eine Szene, die mir so gut wie gar nicht gefallen hat. Nämlich die, wo meine Schwester, also Frieda, den Aufsatz über den Giftpilz halten musste. Und ich sozusagen immer das befürworten musste, dass die Juden totaler Dreck sind. Und ich dachte ja, in meiner Rolle immer früher wäre alles perfekt. Aber die Kinder aus der jetzigen Zeit haben mir die Augen geöffnet, dass es schlecht ist, oder war wohl eher, und dass es jetzt immer noch schlecht ist durch die Flüchtlinge und dadurch, dass immer Flüchtlingsheime angesteckt werden. Was waren das für Menschen damals, die im KZ als Wächter gearbeitet haben? Ich hätte folgende Frage. Habt ihr nur eure Befehle ausgeführt oder hattet ihr auch Mitleid? Habt ihr wirklich mal über eure Taten nachgedacht? Heute wie damals haben Menschen Vorbilder. Heute sind es meistens die Promis oder die Models oder die YouTuber. Man möchte genauso sein wie sie, man möchte genauso aussehen, man möchte genau das Gleiche machen wie sie und man möchte auch berühmt werden. Früher haben sich dann viele Menschen Hitler als Vorbild genommen. Und man weiß ja, was dann geschehen ist. Und das sollte man vielleicht mal überdenken.